Und dazu begrüße ich jetzt live im Studio die oberösterreichische SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer, die sich in dieser nicht ganz leichten Situation im September einer Landtagswahl stellen muss. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Frau Gerstorfer, die Regierung ist ziemlich zerstritten. Die ÖVP steckt wegen Chats und Justizdebatten in der schwierigsten Situation seit Jahren. Und die SPÖ schafft es, sich in dieser Situation seit Wochen öffentlich selber zu beschädigen. Ist Ihre Partei total masochistisch oder total unprofessionell? Oder beides? Ja, ich denke, wir haben einen Parteitag gehabt, der natürlich nicht optimal gelaufen ist. Das ist undiskutiert. Die 75% ist eine Mehrheit für Pamela Rendi-Wagner, aber es hätte natürlich mehr sein können. Und ich bin selbst auch überrascht gewesen darüber. Und natürlich hätten die Delegierten da sein müssen. Wir haben darüber gesprochen, wir haben uns ausgetauscht mehrfach. Es geht jetzt wieder darum, Sachpolitik zu machen und Politik für die Menschen zu machen. Dem widme ich mich jedenfalls in Oberösterreich sehr intensiv im Blick auf den 26. September, auf die Landtagswahl. Jetzt haben Sie am Parteitag als Stellvertreterin von Pamela Rendi-Wagner kandidiert und Sie haben 95% bekommen. Was ist denn Ihre Erklärung dafür, dass Ihre Chefin nur 75% bekommen hat? Ja, wir haben natürlich nach Erklärungen gesucht. Ich habe keine Antwort darauf. Wir nehmen dieses Wahlergebnis jetzt so entgegen. Pamela Rendi-Wagner hat sich entschieden, natürlich weiterzumachen und ich freue mich auch darüber. Sie hat meine Stimme bekommen und es geht tatsächlich um die Themen der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, wenn man auf den Wahltag in Oberösterreich blickt, aber natürlich insgesamt der Menschen in Österreich. Gut, jetzt ist ja für die Organisation eines solchen Parteitags der Parteigeschäftsführer zuständig. Das ist wahrscheinlich seine wichtigste Aufgabe überhaupt. Und der wurde vom Wahlergebnis auch völlig überrascht und am Ende war der Parteitag nicht mehr beschlussfähig. Ich glaube, ich habe sowas überhaupt noch nie gehört in 30 Jahren Journalismus. Ist der Wiener Langzeitfunktionär Christian Deutsch wirklich die optimale Besetzung für die Parteizentrale? Ja, es ist üblich, dass die Parteivorsitzende sich ihre Führungskräfte auswählt. Pamela Rendi-Wagner hat sich für Christian Deutsch entschieden. Aber ist es eine gute Wahl? Wir haben das diskutiert natürlich. Pamela Rendi-Wagner hat sich für Christian Deutsch entschieden und ich respektiere das ganz einfach. Wir arbeiten für die Menschen und das ist natürlich Sachpolitik. Meine Frage war, ist er eine gute Wahl? Christian Deutsch hat einen Parteitag gemacht. Er ist in zwei Dingen nicht so gut gelaufen. Wir müssen damit jetzt natürlich leben und uns weiter in die Zukunft entwickeln und das ist die Entscheidung von Pamela Rendi-Wagner an Christian Deutsch natürlich festzuhalten. In der SPÖ wird ja gelegentlich noch mit Freundschaft gegrüßt, auch wenn man das als Außenstehender nicht in jeder Situation versteht. Der burgenländische Landeshauptmann Tosko Zil zum Beispiel hat sich mit großer Geste aus allen Bundesfunktionen zurückgezogen und trotzdem richtet er der Parteichefin alle paar Wochen in großen Interviews aus, zuletzt vorgestern im Kurier, was alles falsch läuft. Verstehen Sie das? Ist das nicht schlicht parteischädigend? Es geht darum, dass wir natürlich darüber diskutieren, wie sich die Partei weiterentwickelt in den Gremien. Selbstverständlich, ich bin eine, die in den Gremien diskutiert und nach außen hin Sachpolitik macht. Daran halte ich mich und ich wünsche mir das natürlich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern und in den anderen Organisationseinheiten. Ist das parteischädigend? Das weiß ich nicht. Wir diskutieren manchmal öffentlich, das ist natürlich nicht gut, aber ich diskutiere das öffentlich nicht. Heute wollte Peter Kaiser nicht und nicht sagen im Radio, dass Rendi-Wagner Spitzenkandidatin wird. Jetzt gilt Peter Kaiser ja an sich als Verbündeter der Parteichefin und ist ein langjähriger Profi. Und er weiß natürlich ganz genau, was er damit auslöst, dass er das so beantwortet. In der ÖVP wäre das undenkbar, dass ein Landeshauptmann sagt, wer unser nächster Spitzenkandidat wird. Na, schauen wir mal, werden wir schon drüber diskutieren bei Zeiten. Wie sehr kann man eigentlich die eigene Parteichefin mit Anlauf öffentlich schwächen? Also ich lege mich da ganz klar fest. Ich habe Pamela Rendi-Wagner beim Bundesparteitag gewählt. Für mich ist sie die Vorsitzende. Das gilt auch für die Spitzenkandidatur bei einer etwaigen Wahl, egal wann sie stattfindet. Und sie hat meine Stimme. Und dazu stehe ich natürlich auch ganz klar. Aber dass Peter Kaiser sowas macht, und der ist ja nicht irgendwer in der SPÖ, bedeutet das nicht für jeden, der die Partei ein bisschen kennt, dass das offenbar nicht entschieden ist, dass die Parteivorsitzende auch die Spitzenkandidatin wird? Also das müssen Sie einfach Peter Kaiser fragen. Das ist nicht eine Frage, die man mir stellen darf. Ich frage Sie, was Sie sich denken, wenn Sie das hören. Sie kennen Peter Kaiser gut, Sie kennen die SPÖ gut, auch wenn Sie als Quereinsteigerin gekommen sind vor 5 Jahren. Was macht das mit der Partei, wenn so jemand wie Peter Kaiser sagt, ist noch nicht fix? Ja, natürlich diskutieren wir darüber, aber viel wichtiger ist es zu diskutieren, was die Menschen beschäftigt. Und ich in Oberösterreich schlage am 26. September eine Wahl, da geht es
um viele Themen, die die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher beschäftigen, gerade nach der Corona-Krise. Da geht es um die Pflege, da geht es um die Arbeit. MAN ist ja ein ganz wichtiges Beispiel. Pamela Rendi-Wagner, wir waren beide im Werk bei MAN. Das kann man von Kurz und Stelzer nicht behaupten. Schade, leider. Aber unser Einsatz hat natürlich auch dazu beigetragen, dass Arbeitsplätze bei MAN zusätzliche gerettet wurden. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie zu Rendi Wagner stehen, auch als Spitzenkandidatin, trotzdem im Landtagswahlkampf in Oberösterreich. Wird es keine Plakate mit der Parteichefin geben, wohl ganz anders als bei der ÖVP? Also sehr viel Werbewirkung trauen Sie offenbar nicht zu. Also ich bin nicht sicher, ob Thomas Stelzer mit Sebastian Kurz auf einem Plakat sein wird, das muss man fragen. Pamela Rendi-Wagner wird uns besuchen, wird mit uns gemeinsam Wahlkampf machen, so wie Hans-Peter Doskozil auch. Wir haben da schon Termine festgelegt, und dass sie nicht auf Plakaten ist, das ist schon lange vereinbart und nicht erst seit dem Parteitag. Das ist ganz klar, ich stehe im Mittelpunkt, ich bin die Spitzenkandidatin, sie wird da sein bei den Veranstaltungen, sie wird uns natürlich unterstützen, wie viele andere auch, Hans-Peter Doskozil, Peter Hacker wird nach Oberösterreich kommen. Wir werden mit anderen Freunden aus den Bundesländern natürlich Wahlkampf machen. Pamela Rendi-Wagner ist dabei. Ihre Landespartei hat vor 5 Jahren einen historischen Tiefstand erreicht. Wir können uns das auch kurz anschauen. Das waren damals 18% für die einst so stolze SPÖ Oberösterreich. Ein wirklich blamables Ergebnis. Sie haben die Partei erst danach übernommen. Aber in allen aktuellen Umfragen liegen Sie nicht viel besser. Sie liegen so um 20% auch. Wahrlich kein gutes Ergebnis. Und immer noch auf Platz 3, obwohl die FPÖ ganz massiv Stimmen verlieren wird gegenüber dem nächsten Mal. Warum können Sie da nicht mehr Stimmen zurückholen? Also unsere Umfragen sagen aktuell ganz was anderes. Das ist eine Reihe, ja, dass wir eindeutig auf dem zweiten Platz sind. Mein Ziel ist auch... Es gibt keine einzige öffentliche Umfrage, in der Sie auf Platz 2 sind. Doch, es gibt eine einzige, mit der Sie mit der FPÖ gleich auf sind. Nein, es gibt eine von IFES, die ist ungefähr 2 Wochen alt. Da sind wir deutlich vor der FPÖ. Die ist auch veröffentlicht, und das ist tatsächlich ein großer Abstand. Mein Ziel ist, das Zweite zu werden in Oberösterreich und 2 Regierungssitze zu haben, also 2+2. Und wir werden ganz sicher dazu gewinnen. Wie sehr hilft es Ihnen eigentlich im Wahlkampf, wenn die SPÖ gerade jetzt eine Debatte über den leichteren Zugang zur Staatsbürgerschaft beginnt oder am Parteitag vor 10 Tagen beschließt, dass es keine Abschiebungen mehr nach Afghanistan geben soll? Also Sebastian Kurz hat im November noch Künstlern, Musikern, Prominenten nach 6 Jahren Aufenthalt in Österreich die Staatsbürgerschaft verliehen. Und das muss, glaube ich, auch für die Pflegekräfte gelten, für die Pflasterer, für die auf der Baustelle arbeiten, wenn sie sich nichts zu Schulden kommen lassen und für ihren Unterhalt auch selbst sorgen können. Und das wollen wir für andere ausländische Bürgerinnen und Bürger genauso haben. Und da ist vielleicht jeder Zeitpunkt der richtige oder auch der falsche. Und keine Abschiebung nach Afghanistan, dazu stehen Sie? Es gibt ganz klare Positionen der SPÖ. Wenn Menschen mit dem Gesetz in Österreich in Konflikt kommen, dann geht es natürlich um Abschiebungen. Da muss ich aber auch den Ball in Richtung Innenministerium und Justizministerium hinschieben, weil die haben verabsäumt, diese Abschiebungen durchzuführen, insbesondere bei diesem aktuellen Mordfall von voriger Woche. Das hat der Parteichefin Rendi-Wagner am Parteitag ziemlich überraschend eine Koalition mit der ÖVP und der Sebastian Kurz kategorisch ausgeschlossen. Finden Sie das eigentlich gescheit? Da könnte sich die SPÖ noch ziemlich lange auf der Oppositionsbank finden. Ja, ich glaube, es gibt eine klare Positionierung, und da gibt es auch sehr viel Zuspruch von den Delegierten in diese Richtung, dass mit Sebastian Kurz als Person kein Staat zu machen ist. Das gilt nicht für die ÖVP. Aber mit Sebastian Kurz gibt es keine Koalition. Das ist, glaube ich, klar gesagt worden. Frau Gersdorfer, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön.